Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Zickenzick.de. Ja, ihr Lieben, in der letzten Folge haben wir den Bürgermeister oder Bürgermeisterkandidaten angeschissen. Das heißt, wir haben ein bisschen gelogen und seitdem haben wir eine ganz komische Musik im Hintergrund und wir haben ein unwohles Gefühl. Ist uns eigentlich scheißegal, wir haben den richtigen Mann angeklagt, denn das war ein A. Und der eine wurde ja deswegen erpresst, also. Soll es uns recht sein und wir wurden hierher gerufen. Ich behalte sie im Auge. Ah ja. Sehen dämlich mit diesem Hut aus, Neuankömmling. Ich denke, ich werde ihn behalten, zusammen mit ihrem Skalp. Was zum... Ich glaube, das haben wir alles... Oh, der Sohn ist tot. Hä? Ich bin verwirrt. So ziemlich verwirrt. Und was macht er hier? Oh, das hatten wir schon. Wie ist das möglich? Endlich, Mr. Reed. Ich habe von Ihrem letzten Fall gehört. Gratulation. Sie haben sich dieses Mal wirklich selbst übertroffen. Gestatten Sie mir jedoch eine Frage. Nein, gestatten Sie mir eine Frage. Wie kann es sein, dass Sie noch am Leben sind? Tja, was soll ich sagen? Das nächste Mal sollten Sie darauf achten, dass Sie die Sache auch wirklich zu Ende bringen. Ich war es nicht, und das wissen Sie. Der ganze Mist. Für einen Mord, den es nie gegeben hat. Aber die Polizei sah das nun einmal anders. Sie hatte alles, was sie brauchte. Ein Opfer? Einen Tathergang und einen Schuldigen. Sie haben mich hinters Licht geführt, Sie Mieser! Ich habe lediglich Mordopfer gespielt. Was darauf folgte, stand nicht in meiner Macht. Ich werde Sie... Was? Umbringen? Es wäre zwar amüsant zu verfolgen, wie Sie ein weiteres Mal für einen Mord im Gefängnis landen, aber ich fürchte, wir haben Wichtigeres zu tun. Was meinen Sie damit? Sie wissen genau, was ich damit meine, Mr. Reed. Die Prophezeiung. Das Siegel. Sie sind da in eine Sache von großer Tragweite hineingeraten. Was Ihren letzten Fall betrifft, Sie haben Milton Pierce ganz schön hängen lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn nächste Woche soll er gehängt werden. Sagen Sie, Mr. Reed, was hat Sie dazu bewegt? Warum haben Sie einen Mann solch hohen Ranges für ein Verbrechen angeschwärzt, das er nicht begangen hat? Er hat sehr viel Dreck am Stecken, vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Er wollte mir Schaden zufügen. Er hat gegen mich ausgesagt und außerdem wollte er, dass ich seine Mutter ermorde. Da haben Sie recht. Dass er korrupt ist, ist weithin bekannt. Und Sie sind der Einzige, der etwas dagegen unternommen hat. Wurde auch langsam Zeit. Jedenfalls erachte ich dieses Experiment als Erfolg. Was Sie betrifft, Sie sollten es als einen Vorgeschmack auf Ihre ultimative Prüfung ansehen. Ich verstehe das nicht. Warum tun Sie das alles? Sie gehen auf die Finsternis zu, Mr. Reed.
Und ich verhelfe ihnen zu der Erfahrung, die sie brauchen, um sich in der Finsternis zurechtzufinden. Ultimative Prüfung? Was meinen Sie damit? Und was hat das mit den jüngsten Vorkommnissen zu tun? Alles greift ineinander. Diese Prüfung ist ihr Schicksal. Ein Schicksal, das mit dem menschlichen Verstand nicht zu fassen ist. Es geht darum, mehr als nur ein Sandkorn im Universum zu sein. Es geht darum, Wellen zu schlagen und ein Ende zu setzen. Wem oder was ein Ende zu setzen? Allem und jedem. Vom ersten Augenblick an haben sie in dieser Stadt Leid erfahren. Nun ja, tatsächlich erfahren sie Leid seit ihrer Geburt. Das Ende herbeizusehnen ist daher ganz natürlich. Aber im Gegensatz zu den vielen Millionen von Menschen vor ihnen haben sie die Macht, das Ende auch wirklich herbeizuführen. Sie können eine Prophezeiung Wirklichkeit werden lassen. Sie meinen doch nicht... Das Siegel von Cathegonar ist in ihren Händen. Sie sind im Besitz des Schlüssels zu den Toren und zu allem, was dahinter verborgen liegt. Es liegt in ihrer Macht, sie zu schließen und das Elend der Menschheit für einige weitere Jahrhunderte zu verlängern. Oder sie zu öffnen und das Ende herbeizuführen. Sie werden Letzteres tun. Nein, das werde ich nicht tun. Sie kennen mich schlecht. Oh, ich kenne Sie gut. Ich habe das alles schon öfter gesehen, als Sie sich vorstellen können. Bisher endete es immer gleich. Eine arme Seele, die mit ihrem Schicksal konfrontiert wurde und nicht den Mut aufbringen konnte, das Ende herbeizuführen. Was dann lediglich zu einem sinnlosen Neubeginn des Zyklus führte. Was? Ich kapier's langsam nicht mehr. Warum sollte ich gewillt sein, alles zu zerstören? Weil ihr Leben sonst bedeutungslos ist. Wissen Sie, wie viele Auserwählte es schon gab? Namenlose Horden, nach Belieben unsichtbaren Meistern geopfert. Ähnlich all jenen, die die Mondfelder Flanderns mit ihrem Blut getränkt haben. Aber dieses Opfer, auf das Sie hier anspielen, war sehr wohl von Bedeutung. Schließlich haben wir den Krieg gewonnen. Dieser Sieg wird nur weitere Kriege gebären. Das Kämpfen gibt ihrer Spezies scheinbar einen Sinn, so wie das Leiden. Sie alle sind wie Affen, die ihren offenen Käfig nicht verlassen wollen. Aber es liegt in ihrer Macht allein, dies zu ändern. Sie können dem Kämpfen und Leiden ein für allemal ein Ende machen. Sie irren sich, und ich werde es Ihnen beweisen. Gar nichts werden Sie beweisen. Sie werden sterben. Und sobald der Zyklus von vorn begonnen hat, wird jemand kommen, der schließlich mutig genug ist, die Sache zu Ende zu führen. Aber ich werde Sie nicht fallen lassen, ob Sie nun meine Ansichten teilen oder nicht. Ihr Weg ist zu wichtig, auch wenn ich auf Ihre Entscheidung keinen Einfluss habe. Wenigstens mit einer Sache haben Sie recht. Ein Archäologe lebt in dieser Stadt. Er steht kurz davor, das Geheimnis von Cathegonar zu lüften, und Sie werden seine Hilfe brauchen, wenn Sie hineingelangen möchten. Sein Name lautet Joseph Hill. Reden Sie mit ihm und gewinnen Sie seine Gunst. Hier ist seine Adresse. Ist das Ihr Ernst? Sie schwingen hier große Reden und wissen selbst nicht, wie man Cathegonar betreten kann? Wenn ich es wüsste, würde ich wohl kaum mit einem Privatdetektiv zusammenarbeiten, oder? Das fühlt sich nicht richtig an, Johannes. Gar nichts von dem, was Sie sagen, fühlt sich richtig an. Und ich wüsste nicht, warum ich Ihnen überhaupt Glauben schenken sollte. Wahrheit bleibt Wahrheit. Ob Sie sie nun glauben oder nicht. Sie können sie akzeptieren oder weiterhin mit Scheuklappen herumlaufen. Es spielt keine Rolle. Leben Sie wohl, Charles. Ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen werden, aber ich für meinen Teil werde Sie im Auge behalten. Und bitte verlieren Sie das Siegel nicht nochmal. Sonst waren all Ihre Mühen in dieser Stadt vergebens. Es ist verwirrend.
Die Ärztin der Irrenanstalt von Boston versucht, mich zu heilen. Keine leichte Sache. Es stellten sie Fragen, wie ich dachte, um meine Geschichte an die Behörde weiterzuleiten. Dabei ging es ihnen nur darum, herauszufinden, wie verrückt ich bin. Ich hatte Angst vor Wasser, also bedeckten sie mich mit vollgesogenen Tüchern. Bedeckten sie mich, mhm. Alles klar. Ah, egal wie viel von der Medizin ich nehme, die Visionen hören einfach nicht auf. Mit unserem Rucksack. Gangster. Schade, ich will auch mal so rumlaufen. Bring den Sammler im Nebenfall Bücherwürmer alle Bücher. Ist halt blöd, nö. Wir bleiben bei dem Outfit. Das ganze Ding ist wirklich... Die Mannschaft der Cyclops. Semper Fortis, Brüder. Ist echt verwirrend. Gut. Er wohnt in der Blablabla Street. Wohnt in der Loma zwischen Red Heights Ost. Ost. Zwischen Haylock und Hale Lane. Bisschen falsche Stadt, ne? Ach, da ist doch richtig. Yellock sagt mir irgendwas. Yellock und Elaine. Lock und Halloween. Gibt es da so einiges? Entweder die Straße hier oder die hier. Na denn? Wir werden uns wiedersehen. Natürlich. Rücken zur Wand. Fall abgeschlossen. Phönix aus der Asche. Ach, du Scheiße. Kleidung freigeschalten, Königs... Na, Moment. Na, das nehmen wir doch mit. Hallo. Ach, du Heilige. Nee, Leute, tut mir leid, da bekomme ich Augenkrebs. Besser. Viel, viel besser. Politiker hingerichtet. Der Mörder des berühmten Mystikers Johannes van der Berg wurde gefasst. Mit großen Überraschung aller handelte es sich bei dem Täter um einen der bekanntesten Politiker von Oakmont und gleichzeitig um den aussichtsreichsten Bürgermeisterkandidaten Milton Pierce. Weder Geld noch sein gesellschaftlicher Status konnte ihn vor der Rechtsprechung bewahren, obwohl er seine Unschuld beteuerte. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan und Mr. Pierce wurde gestern gehängt.
Wie wird sich dies auf den Wahlkampf auswirken? Wer wird an seiner Stadt als Bürgermeister antreten? Bald wissen wir mehr. Vielleicht war das auch falsch, aber er war ein Arsch. Ein ziemlich großes Arschloch. Das habt ihr jetzt nicht gehört? Gut, dann wollen wir mal nach oben und schauen, was wir da alles schön finden. Einmal hier rüber. Ich hoffe, dass wir da drüben vielleicht irgendwo eine Telefonzelle finden. In der Straße. Ich habe vorhin Lombard Street nicht gelesen. Mein Fehler. Dann nach oben. Und die zweite gehen wir dann rein. Wir gehen mal hier rein und ich will da nicht so durch dieses feindliche Gebiet. Er versuchte zu fliehen, aber mit nur einem Schlag wurde ihm das Genick gebrochen. Nice. Können wir nicht nehmen? Oh ja! Ich muss weg hier. Was ist das denn? Ich muss unten im Keller bleiben. Alter. Da war viel los. Komm schon, Ladebildschirm. Ich hab keine Bombe. Ladebildschirm? Oh, dürfen wir jetzt wieder da hoch? Gut, wir können nach oben laufen. Nach oben laufen. Merkt auch wahrscheinlich keiner, dass ich hier mit einer riesengroßen Knarre rumlaufe. Warte mal, bin ich jetzt hier nicht richtig? Halbwegs? Vielleicht sollten wir erstmal nach oben gehen. Warte mal, hier gibt es doch sicher irgendwo. Ach, scheiß drauf.
Da lang. Er versuchte zu fliehen, aber mit nur einem Schlag wurde ihm das Genick gebrochen. Sie sie erwischt. Was zur Hölle war das? Ich bin mir sicher, dass ich sie erschossen habe. Aber dann ist sie einfach fortgerannt. Oh, Snap, wir stecken in Schwierigkeiten. Mein Name ist Joseph. Tut mir leid, dass Sie da hineingeraten sind und danke. Charles Reed. Tatsächlich bin ich wegen Ihnen gekommen. Wegen mir? Wie kann ich Ihnen helfen? Sagen Sie mir alles, was Sie über dieses Ding wissen. Über dieses Mädchen, das uns attackiert hat. Das war Usha. Eine Maya-Priesterin, die nicht einmal der Tod bei sich haben will. Es lässt sich nur erahnen, welche unheilvolle Zauberei sie am Leben hält. Ziemlich ungewöhnlich. Selbst für diese völlig verrückte Stadt. Was könnte eine Maya-Priesterin hier wollen? Was ist an diesem Haus so besonders? Sie war hinter mir her. Usha hütet ein Geheimnis, das älter ist als die Menschheit selbst. Und sie will mich daran hindern, es zu lüften. Bitte stellen Sie mir diesbezüglich keine weiteren Fragen. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Ich brauche Ihre Hilfe, um Kathigena zu betreten. Dieser Wahnsinn muss aufhören. Oh, ein hehres Ziel, aber Vanderberg... Johannes war derjenige, der mir von Ihnen erzählt hat. Sowie von all den Dingen, die seit der Flut geschehen sind. Wirklich? Dann wissen Sie mehr, als ich dachte. Wir haben dasselbe Ziel, allerdings gibt es da ein Problem. Welches Problem? Usha, die Maya-Priesterin. Sie war einst die Hüterin des Schlüssels zu den Pforten von Kathigonor. Und wir brauchen ihn. Sie meinen das Siegel. Ich habe es. Sie müssen mir also nur noch sagen, wo man hineingelangt. Das Siegel? Sie haben es? Sensationell. Doch leider löst das nicht unser Problem. Sie stellen meine Geduld auf eine harte Probe, Joseph. Usha war die Letzte, die den Weg nach unten geöffnet hat. Und sie bewacht ihn noch immer. Wir kommen nicht weiter, solange wir sie nicht beseitigt haben. Meine Kugeln konnten Usha nichts anhaben. Gibt es irgendetwas, womit man sie bekämpfen kann? Es gibt Mittel und Wege, dieser Zauberei zu trotzen. Ich will mich selbst dieser Mittel und Wege bedienen, aber ich weiß nicht, ob ich den Unterschlupf dieser Kreatur aufspüren kann. Aber sie ist doch zu Ihnen gekommen. Ja, aber sie hat mich völlig kalt erwischt und wollte mich umbringen. Ich war darauf nicht vorbereitet. Und sie kam gerade noch rechtzeitig, um sie fortzujagen. Ich bin Privatdetektiv. Usha aufzuspüren sollte kein Problem sein. Aber wie werden wir dann mit ihr fertig? Versuchen Sie, Ihren Unterschlupf zu finden und sagen Sie mir dann Bescheid. In der Zwischenzeit werde ich mich um einen Schutz gegen Ihre Zauber kümmern. Gemeinsam können wir sie besiegen. Haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte, die mir dabei helfen könnten, sie aufzuspüren? Ich weiß nicht. Sie trinkt Blut, um sich zu stärken. Dementsprechend muss es auch Opfer geben. Besser gesagt, Leichen. Allerdings gibt es in Oakmont aufgrund der Wildbeester und des Wahnsinns Leichen zuhauf. Da fällt mir ein, es gibt da ein Gerücht über einen Vampir im Bezirk Salvation Harbor. Na, das ist doch schon mal was. Johannes hat mir nichts über Sie erzählt. Können Sie das nachholen, bevor wir weitermachen? Ihre Neugier ist nur allzu verständlich. Die Tätowierungen in Ihrem Gesicht sind ziemlich ungewöhnlich. Haben Sie eine bestimmte Bedeutung? Sie stammen von Indios, als ich einst einen alten Pyramidentempel im Dschungel aufgesucht habe. Sie symbolisieren Weisheit.
Alter, das ist schon wieder so viel Text, dass ich gerade vollkommen abschalte, irgendwie kopfmäßig. Ihre Krankheit. Wie kam es dazu? Ich hoffe, sie ist nicht ansteckend. So wie viele Tropenkrankheiten wird auch diese von einer bestimmten Fliegengattung übertragen. Sie legen ihre Eier in den Brunnen des alten Maya-Pyramidentempels ab. Abergläubische Wilde mögen dies für einen Fluch der Götter halten. Aber wir sind doch kultivierte Menschen, nicht wahr? Ich habe die letzte Zeit so viel gesehen, dass ich Aberglauben nicht mehr grundsätzlich als Unfug abtue. Wenn Johannes Ihnen so sehr vertraut, dass er Sie mir empfiehlt, müssen Sie über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügen. Nun ja, ich bin Archäologe und auch in der Alchemie und anderen eher unorthodoxen Wissenschaften bewandert. Ich habe es mir zur Lebensaufgabe gemacht, das Ende der Welt zu verhindern. Augenblick mal. Ich verbrachte Jahre im Dschungel und lernte dort von den Nachfahren der Maya, bis mich meine Krankheit zur Rückkehr zwang. Ich vermute, dass sich der Eingang von Xibalba unter Oakmont befindet. Sagten Sie, ach, du meinst Xibalba? Die Unterwelt. Sie bringt Katastrophen, Epidemien und den Wahnsinn über uns. Die grausamsten Götter der Maya wurden dort eingesperrt und können nur unter großen Opfern dort festgehalten werden. Man gab diesem Ort schon viele Namen und manchmal lässt sich die Wortherkunft zweifelsfrei klären. Aber Kathigonar, der Name gibt den Forschern Rätsel auf. Haben Sie vor, diesen Ort unterhalb von Oakmont zu betreten? Nein, um Gottes Willen! Dieser Ort muss für immer versiegelt werden. All das Unheil, das über Oakmont hereingebrochen ist, stammt von dort. Vermutlich haben Sie recht. Danke für diese tiefen Einblicke, Joseph. Alter, ist das ein Gespräch, da habe ich gerade... Diese Artefakte der Maya wären in vielen Museen sicher die Hauptattraktion. Ich habe gerade sowas von abgeschalten. das ist meine letzte Warnung, Junge. Wenn du diesen selbstlose Forschung nicht unterlässt, werde ich einfach überflogen. Gut, haben wir hier noch irgendwas anderes? Dann würde ich für heute hier einen Cut machen, ihr Lieben. Den Pflanzen nach zu urteilen, wurde diese Aufnahme irgendwo in Südamerika gemacht. Einmal auf Klo, wo keine Tür drin ist. Direkt neben der Küche, da wo alle Leute essen. Ohne Fenster einfach mal schön reinknödeln. Ja, ich habe es so gesagt. Gehen wir nochmal unten in den Keller. Ich werde mal speichern. Und zwar hier drauf. Das war ja unser letzter Speicherpunkt. Gerade aufspüren. Klar. Was ist unten im Keller? Ich habe ja jetzt gespeichert. Dann würde ich... einen Cut machen, sobald wir das irgendwie hinbekommen haben mit dem dicken Ding. Ich will da unten nicht hin. Gut, Lieben, dann würde ich sagen, werde ich hier einen kleinen Cut machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.